Oliver Röder ist mein Name, bin der sportliche Leiter vom VfB Speldorf und sitze hier mit dem Dimitri zusammen, Dimitri Steininger, unser Innenverteidiger. Zusammen werden wir heute die Aufgabe wahrnehmen, den nächsten Spieltag zu tippen. Dann beginne ich mal mit dem wohl wichtigsten Spiel für uns. Das ist der VfL Rehde gegen den VfB Speldorf nächste Woche Samstag. Da tippe ich ein 1:0 für den VfB Speldorf. Ja, hört sich ganz gut an. VfL Rehde gegen Speldorf. Rehde ist eine Mannschaft, wo ich auch schon gespielt habe. Wird schwierig, ist eine sehr junge Mannschaft, ein sehr großer Platz. Da liegt es wieder an uns, dann auch defensiv gut zu stehen, diszipliniert zu stehen. Und dann denke ich, werden wir da zu 0 spielen und ich tippe 2:0 für uns. Nächstes Spiel ist Arminia Klosterhardt gegen Stärkrade Nord, ein Oberhausener Derby. Da tippe ich ein 1:1. Ja, ist also auf jeden Fall, die liegen glaube ich 10 Kilometer auseinander, die beiden Vereine, da ist ordentlich was los und ich glaube auch, ja, das wird ein umkämpftes Spiel und tippe dort ein 2:2. Ja. Niederwenigern gegen PSV Wesel-Lackhausen haben wir beide vor 2 Jahren in der Landesliga gehabt. Niederwenigern traditionell sehr stark zu Hause, da tippe ich auf ein 2:0 für Niederwenigern. Ja, Niederwenigern spielerisch stark, wie gesagt, gerade zu Hause. Wesel ist noch nicht so richtig in der Saison. Da tippe ich ein 3:1 von Niederwenigern. Der SV Strahlen gegen den 1. FC Kleve. Da haben wir ja mitbekommen, dass der SV Strahlen einen sehr, sehr guten Start hingelegt hat. Ich denke mal, dass sie die Serie auch halten werden. Haben sich unheimlich verstärkt. Deshalb tippe ich dort auf ein 2:1. Ja, die Strahlen haben, wie gesagt, haben vor der Saison ganz klar den Aufstieg als Ziel ausgegeben, haben jetzt auch das heutige Spiel gewonnen und denke, zu Hause werden sie es halt auch nicht nehmen lassen. Tippe ein 3:0 von den SV Strahlen. Rot-Weiß Oberhausen 2 gegen SV Sonsbeck. Ja, das ist natürlich neben unserem Spiel sicherlich der Knaller an diesem Spieltag. Da tippe ich auf ein 1:1. Ja, Oberhausen habe ich heute gesehen. Die ersten 2 Spieltage waren sehr, sehr stark. Viele Tore geschossen, auch gerade in der ersten Halbzeit. Sonsbeck hat sich aber auch gut verstärkt. Und ja, tippe dort auch ein 1:1. Ja. Viktoria Buchholz gegen FSV Duisburg. Ja. Was soll man von den beiden Mannschaften halten? Also FSV Duisburg zumindest gerade, naja, nicht so einen guten Start hingelegt. Ich denke mal, aber die werden irgendwann ihrer Favoritenrolle auch gerecht werden und werden, glaube ich, den ersten Sieg in Buchholz einfahren. 0:1. Also die Buchholzer hatten wir ja Mittwoch als Gegner. Jetzt Sonntag geht es aber, glaube ich, da auf den Rasenplatz. Auf Asche, glaube ich, würden sich da einige Mannschaften sehr schwer tun. Die Buchholzer. Aber es ist eine super Truppe vom Charakter her. Und ich glaube, zu Hause werden sie das nicht nehmen lassen. Ich tippe dort ein 3:2. Gut. Rellinghausen gegen Schwarfheim. Rellinghausen auch schon hier gesehen an der heimischen Anlage. Das Spiel konnten wir gewinnen. Mit dem Sieg gegen den FSV Duisburg im Rücken, behaupte ich mal, haben sie den nötigen Rückenwind und werden das Spiel dann auch zu Hause gewinnen. Ein 2:0 tippe ich. Rellinghausen gegen Schwarfheim. Ja, Schwarfheim noch relativ unbekannt, kann ich nicht viel zu sagen. Rellinghausen zu Hause, körperlich sehr robuste Mannschaft. Ja, tippe ein 3:1 für Rellinghausen. Gut, sind wir uns da auch einig. VfL Repelen gegen DSV 1900. Ja, beides spielstarke Mannschaften, die ja auf ihren Kunstrasenplätzen wirklich hervorragenden Fußball auch spielen können. Ich denke mal, das wird ein offener Schlagabtausch zwischen den beiden. Ein Unentschieden mit einer Menge Tore, würde ich behaupten. Von daher sage ich 3:3. Repelen gegen DSV. Ja, DSV 1900 eigentlich eine ganz gute Truppe spielerisch. Finde ich. Ich denke, die gehen auch als Sieger vom Platz. 1:0 für DSV. Gut, last but not least, TuS Essen West gegen Königshardt. Das sind ja 2 Unbekannte, zumindest für mich, weil wir die in der Liga letztes Jahr nicht gesehen haben. Auch dort tippe ich aber auf einen Sieg der Heimmannschaft, also TuS Essen West 1:0 gegen Königshardt.
Ja, Essen West gegen Königshardt. Königshardt als Aufsteiger noch keine 3 Punkte geholt. Da spielt ein ganz guter Freund von mir, deshalb wünsche ich ihm den ersten Dreier. Deshalb sage ich 2:1 für Königshardt und schöne Grüße Richtung Oberhausen. Dann bedanken wir uns, die Möglichkeit hier gehabt zu haben, einen Tipp abzugeben. Ich hoffe, wir liegen richtig mit dem Tipp. Ich wünsche euch noch viel Erfolg für euer Projekt.